geschafft. Not bad. Dieser Ort, er wirkt nicht normal. Sieh dich in den Ruinen um. Wir sind wohl auf der richtigen Spur. Folge mir und achte auf den Weg. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Bleib unten! Sehr cool. Da sind wieder Trolle. Wir müssen ihre Linien durchbrechen. Betriebe den Holz. Sehr cool. Ein Silber, sehr cool. Oh, das war eine Boss-Attacke, Alter. Lieber Baba. Ui. Also die Attacken sind echt cool gemacht. Das muss man dem Designern des Games lassen. Was habe ich? Freue mich nicht voll. Hast du Todessehnsucht? Es musste einfach sein. Ihre Gewehre, die zerstörte Halsbrücke. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ah, okay. Widerspricht Zerka. Ich traf bloß eine rationale Entscheidung, um alle zu retten. Ihr habt es überlebt oder nicht? Was dich angeht, du warst schneller, als ich angenommen hatte. Das wird noch nützlich sein. Wenn alles erledigt ist, werde ich deine Leistung nicht vergessen, wenn es darum geht, die Belohnung zu verteilen. Hahaha. Aber sei nur nicht zu selbstsicher. Es ist noch nicht vorbei. Gab es Tote? Nein? Gut. Wollen wir dann weiter? Erkunde die Klippen. Nur Schwachsinn drauf, um zu sehen. Ich kann nicht lesen, was da geschrieben steht. Sprich mit Zerka. Im Zweifelsfall jagt es hoch. Nein! Bring mir die Sprengausrüstung. Gib sie Paxen hier. Ey, hör zu, Paxen. Bring alles in dem Riss dort an. Und dann musst du schleunigst die Beine in die Hand nehmen. Da du hier die schnellste Person bist, hast du die besten Chancen, die Explosion zu entgehen. Und hör bloß nicht auf zu rennen, außer du hast vor, dem Felsen in der Luft Gesellschaft zu leisten. Nimm die Bombe von Nile. Sobald sie scharf ist. Das Ding geht schnell hoch. Ich hoffe, nichts geht schief. Geh zum eingestützten Eingang. Bewegungsfähigkeit mit Leertaste, okay. Entkomme der Bombenreichweite. Ja, habe ich auch gemacht. Aber ist cool. Wusste ich nicht, dass ich das kann. Es bewegt sich kein bisschen. Magie. Ah, das war ein Untersuchungsfinger. Ich dachte, ich versuche den eingeschützten Eingang erneut. Kein Stück. Gibt es noch einen anderen Weg? Natürlich. Ist offen. Sprich mit Morpheus. Was ist passiert? Hast du den Eingang zu der eingestürzten Ruine geöffnet, Paxen? Ein Schwarm von Licht ist erschienen und hat die. Sorry. Ein Schwarm von Lichtern
Ich habe nichts gesehen. Das hat keiner. Es hat den Anschein, als hätte Paxton einfach nur die Tür geöffnet. Die schwach geschriebenen Buchstaben auf dem Felsen. Ich konnte sie zwar nicht präzise lesen, aber sie sprachen davon, dass irgendwann ein Außerwählter komme. Ich habe zwar keinen blassen Schimmer, worum es bei all dem geht, aber ich bin froh, dass du hier bist, Paxton. Wir sollten besser weitergehen, nicht wahr? Jo, Digga, machen wir. Folge der offenen Straße, machen wir. Sprich mit dem Expeditionsführer. Dieser närrische Priester, ich kam extra hierher und hier ist nichts. Du bist sicher, dass es in diesem Gebiet eine alte Stadt gegeben hat? Keine Stadt, kein Schatz. Immer wieder nichts weiter als Sackgassen. Werden wir überhaupt bezahlt oder ist die Bezahlung genauso unecht wie alles andere? Sieh dich in dem Rand der Klippe um. Man wird dich rechtlich entlohnen, ganz bestimmt. Etwas in der Luft, etwas liegt in der Luft. In nomine centrum. Ich kann zaubern. Ich bin Harry Potter. Die verborgenen Ruinen waren die ganze Zeit hier. Wie hast du das gemacht? Oh Mann, wir sind bald reich. Ich, wie er da so lang, locker, lang läuft. Wir sind da. Los geht's. Die sind immer alle vorrennen und ich muss nachrennen, weil ich mich nicht bewegen darf hier, Mensch. Betritt den großen, erweiterte Karte. Ah ja. Wartet auf mich! Untersuche den verschlossenen Steintor. Es rührt sich nicht. Ich vermute, es muss ein geheimes Gerät geben, das den Schrein öffnen kann. Wir sollten zusammen danach suchen. Machen wir, Mäuschen. Suche in der Nähe der nach dem geheimen Gerät. Der Gerät. Was ist das da? Nix. Ein geheimnisvolles aufzusehende Obelisk heißt das. Schaue dir den Blick des Beobachters an. Finde etwas, mit dem du das geheime Gerät zum Laufen bekommst. Warte mal hier. Geh. Stell die umgefallene Statue auf. Etwas passiert mit dem Obelisken. Der Schlüssel aus Licht und Resonanz, die eins geworden sind. Ja, ich kann das sogar gar nicht so schnell lesen. Tür öffnen. Die schwere Tür beginnt sich zu bewegen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oh, dort! Oh, der Schatz! Halt! Hände weg vom Schatz! Ich bin hier der Boss! Beiseite! Hört auf, ihr gierigen Narren! Schaut raus! Hui. Ja moin, Digga. Das wird lustig. Rein in die Olga. Hui. Sind
denn das für ein Ding, Alter? Also ich komme da gar nicht raus. Das war mein Problem. Easy. Scheiß auf den Vertrag. Schnapp dir, was du kannst. Das war nicht der Deal. Wer das Schwert hat, macht die Regeln, Kindchen. Nimm den Stein mit. Sieht wertvoll aus. Nein, nicht anfassen. Nein! Weg da! Halt! Eine Falle! Hilfe! Weglaufen, helfen. Ritten, komm. Bin auch ein Guter. Bitte, lass mich nicht sterben! Komm zurück! Seine Gier hätte euch beide getötet. Bleibt hier. Wohin führt diese Straße? Jetzt gibt es nur noch uns beide. Ich weiß, dass du gehört hast, ich sei... Ich weiß, das hört sich verrückt an. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Gefährliche Fallen, Dämonenangriffe und sogar menschliche Gier. Ich habe keine Ahnung mehr, worauf wir uns hier eingelassen haben. Ich freue mich darauf, mehr herauszufinden. Ich hoffe, wir schaffen das gemeinsam bis zum Schluss Paxen. Jo, gar kein Stress, Digga. Verwende das mysteriöse Portal. Wird eingesaugt. Juhu! Folge dem Licht. Richtung sollen wir wählen. Danke dir. Geht es dir gut? Überqueren. Du lebst. Komm, suchen wir einen Weg nach oben. Folge dem Licht ist die Aufgabe. Dunkel hier. Ich kann nichts sehen. Erkennst du irgendwas? Klettern. Hier drüben. Ich habe ihn gefunden. Nimm das und geh hoch. Hi. Wo ist denn das Licht? Oh, okay. Ui. Endlich gefunden. Was zum? Alles klar. Digga, wird Zeit, dass du mal hier auf die Fresse bekommst.
Wo ist meine... Oh ja, meine Lebensanzeige ist da unten. So, F1. Einmal den reinorgeln. Jetzt hier den machen. Einen reinorgeln. Aber jetzt haben wir es was. So, easy going. Das war jetzt noch nichts Schweres. Kannst nicht lesen. Wenn das Licht des Schicksals das Ende der Welt erreicht. Zeigt der geflügelte Wächter den Weg zum Genesis-Licht. Wenn das Chaos des Abgrunds seine Augen erneut öffnet, wirst du dem Stolz der Löwen bis zum Ursprung folgen. Okay. Ja, weiß, was ich jetzt machen muss. Das Schicksal ruft nach dir, Auserwählter. Hallo. Sprich mit Pater Morpheus. Gibt er doch. Geht es dir gut? Ja, mir schon. Und dir? Unglaublich, dass du dieses riesige Monster besiegt hast. Ich wusste, dass du talentiert bist, Paxen. So ein Monster habe ich noch nie gesehen. Uralt und mächtig. Du musst der Wächter gewesen sein. Das muss der Wächter gewesen sein, der den Schatz des Propheten beschützt hat. Was war nochmal der Schatz des Propheten? Was, eine Geschichte über die Arche? War es eine Geschichte über die Arche? Dann ging es in der Prophezeiung also um der Stolz eines Löwen. Ich verstehe. Aber das Einzige, das mir bei Stolze in den Sinn kommt, ist das stolze Städtchen Brideholme. Brideholm? Brideholme? In den Außenbezirken von Retramis? Gibt es ein kleines Dorf namens Brightholm. Ich nenne es jetzt einmal Brightholm. Brightholme. Das unter dem Schutz des Skaria-Ordens steht. Sakria-Ordens steht. Vielleicht ist das der Weg, den du einschlagen musst, Paxen. Paxen, dank dir haben wir eine Menge gelernt. Der Schatz des Propheten hat die ganze Zeit auf dich gewartet. Um die Prophezeiung des Neubeginns des Lichts zu überbringen. Also. Ich glaube, okay. Der Zeitpunkt, uns zu trennen, ist gekommen. Nein. Wir werden uns wiedersehen. Wir haben ein gemeinsames Schicksal, du und ich. War das jetzt eine Drohung, oder? Der Stolz der Löwen.
another proud home. Na dann mal los. Wir können das Schicksal nicht warten lassen. Was ein Wichser. Der Runapass gilt als Ursprungsort eines historischen Bündnisses. Errungenschaft freigeschaltet, es geht voran. Gipfel, Titel erhalten. Titel, guck mal, Titel können wir noch da hier, da links, Titel. Gipfel. Folge dem marschierenden Pilger nach Weißholm. Ja, aber ich glaube, das machen wir heute nicht mehr. Das machen wir, wenn, dann morgen. Okay, Lost Ark. Ein sehr interessantes Spiel. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Ob es in die Richtung RPG alleine geht oder ob es nachher tatsächlich auch ein MMORPG, also ein Multi-Massive Player Online Roleplay Game. Genau, ob das nachher auch mit Spielern gemeinsam ist, weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall mal der Auserwählte. Ich habe irgendeine besondere Fähigkeiten. Ich finde das echt cool gemacht. Ja, sehr cool. Ist doch schon sehr cool. Okay, aber... ich würde sagen, wir beenden für heute.